Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles, die Isle of Siptah. Leute, heute holen wir uns dicke Häute. Ich produziere gleich vor, das heißt, alle Kommentare, die ihr in der Mittwochs- oder Donnerstagsfolge geschrieben habt, kann ich heute noch nicht drauf eingehen. Was wir aber machen, bevor wir losgehen, ist uns das Stahlfeuer, was wir schon haben, hier rausnehmen. Heiltränke haben wir 19 Stück. Lass mal noch 5 mitnehmen. Und quasi Stahl produzieren. Was haben wir denn hier? Silberbarren, Stahlbarren. Oh, hier haben wir nur 13. Wartet mal. Haben wir hier drüben? Ah ja, guckt mal, hier haben wir noch genug. Wir müssen demnächst mal wieder Eisen holen. So, Stahlbarren laufen durch. So, wir gucken ganz kurz auf die Map. Wir müssen ungefähr hier hin. Das heißt, einmal komplett in diese Richtung am Wasser erlangen. Wir werden natürlich alles unterwegs töten, was geht. Halt, wartet mal. Wir müssen noch das Schwert. Können wir das hier? Ja, lass mal hier reparieren. Reparieren. So. Essen haben wir, Trinken haben wir, Fackel haben wir, Heiltränke haben wir und wir haben genug Gewicht. Wenn wir jetzt wieder aufleveln, werde ich erstmal wieder auf Gewicht gehen, denn ich hoffe ja, dass wir irgendwie ein paar Tierbabys finden. Nashorn wäre schon cool, Pferd würde mir aber auch reichen. Aber ich glaube, so ein Nashorn ist robuster. So, komm mal her, damit wir uns endlich mal die Dolche bauen können. Ja, guck mal, das mit dem Schwert ist irgendwie schön und gut, aber irgendwie läuft es nicht so richtig rund, wie ich mir das vorstelle. Ja, komm her hier. Komm her, du Krebel. Achso, hier gab es doch auch so eine Taste, wo ich das Tier anvisieren kann. Ah, mit Q. Eine Stufe aufgestiegen, da haben wir es doch, Leute. So, wir gehen hier weiter auf Belastung. Was ist denn beim zweiten Punkt? Sicherer Stand. Ne, hier. Ja, doch, sicherer Stand, Verkrüppeneffekte sind schwächer. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, den Weg kennen wir ja schon. Ja, stimmt, wenn man das Q drückt, dann kommt man hier viel besser klar. Ist dann natürlich bei mehreren Gegnern immer so eine Sache. Ich nehme jetzt gar nicht groß Loot mit. Wir brauchen ja letztendlich den ganzen Platz für uns, um dann geile Babys mitzunehmen. Den Tierfersch haben wir ja auch noch nicht gebaut. So, wir müssen in diese Richtung. Komm, mach dich mal hier hoch. Wasser haben wir genug, haben wir voll, weil das sieht ja hier schon so nach einem Wüstenabschnitt aus. Müssen wir mal schauen. Oh, Leute. Mist, wir haben keine Keule mit. Ah, wie das da aus dem Himmel ragt, ist krass, ne? Diese Würmchen. Ja, das ist auch dort oben. Da wollen wir jetzt gar nicht hin. Aber demnächst müssen wir uns mal Begleiter ranholen. Oh. Ha! Hast du daneben gebissen, du Blödmann? Ja, das geht schon richtig ab, ne? Also, der Stärkebonus von der Rüstung, der hat schon seine Vorteile. So, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Na, wir kommen immer so ein bisschen ab. Was ist das? Oh, Hyänen. Kommt mal her, ihr. Ja, die sind ja einfach. Hyänen sind einfach. Sauber. Ah, ich mag das. Ich mag die Map sehr mit den dicken Bäumen und so. Es ist einfach herrlich. Wartet mal, ich mache hier mal ein Stückchen lauter auf meinen Kopfhörer. Super. Wie die Rabenkrähen im Wald. So, Ausdauer läuft auch langsam, ne? Also, man merkt schon, wir leveln. Das war am Anfang, als wir hier angefangen haben, noch ganz, ganz anders.
Hab ich auch alles mit? Ja, das Abheutemesser haben wir mit. Uns reicht ja eigentlich ein Elefant oder ein Nashorn, ne? Um dicke Haut zu bekommen. Und dadurch, dass ich ja den Farbenfaktor mal 2 habe, wird wahrscheinlich auch ein Tier reichen erstmal. Hier, trink mal was. Oh, hier herrlich, auch der Wasserfall. Asuras Tränen. Geil. Ja, schade, dass das mit dem Dungeon so ist, dass man da nie wieder rein kann, ne? Mich hätte ja schon mal interessiert. Hier erstmal eine schöne Dusche nehmen. Oh, ist das schön. Mich hätte das ja schon mal interessiert, was in dieser verschlossenen Kiste noch war. Aber vielleicht habt ihr mir auch schon längst irgendwas in die Kommentare geschrieben, wie ich da wieder reinkommen könnte, später mal. Vielleicht auch mit diesem komischen Siegel, was wir dort gefunden haben. So. Naja, wir nähern uns. Könnte sein, dass wir klettern müssen, obwohl wir laufen dort so außen rum, das sollte gehen. Ach, schön ist es hier. Leute, herrlich. Was steht denn dort vorn? Da steht was auf dem Felsen, aber vielleicht ist es nur ein Baumstumpf. Aber hier gibt es übelst viel Eisen. Wir können ja auch immer mal Ausschau halten nach einer schönen glatten Fläche, wo wir dann später mal bauen werden. Im Prinzip könnte man das ja vielleicht auch in den Wüstenstreifen, wenn wir dann so weit sind, dass wir uns einen Brunnen freischalten. Dann haben wir ja da auch kein Wasserproblem. Oh oh, ey Leute, sind das Wölfe? Leute, das sind Wölfe. Eieiei. Na komm. Warum greift denn der nicht an? Ja, es ist aber machbar. Oh, jetzt haben wir gleich ein Ausdauerproblem. Kurz auftanken. Der greift nicht an. Wir haben Glück. Der ist irgendwie verbuggt oder so. Er hat 5-mal Bluten drauf. Ja, wir haben ihn. Du hast keine dicke Haut, ne? Wolfsfell. Alles klar. Ja, die Wölfe sind schon eine Nummer stärker, aber ich glaube, der war jetzt gerade irgendwie verbuggt. Der hat halt einmal nicht zugebissen. Da hatten wir sehr viel Glück. So, wir müssen quer rüber. Wir schauen mal. Wir schauen in aller Ruhe. Ist mal was, damit er hochheizt. Wow, was ist denn das hier vorn? Das ist wieder ein Dungeon. Ein Wolfsbaby wäre natürlich auch geil. Müssen wir mal Ausschau halten. Oh, was ist das hier? Alter, was ist hier los? Gucken wir uns erstmal das hier. Ah, hier ist tatsächlich ein Dungeon, Leute. Boah, das sieht auch mega aus. Okay, wir gucken mal. Hier wird es ja wahrscheinlich gleich. Oh, oh. Ich höre Wölfe. Ah, dort. Hahaha, du Mistvieh. Einer geht ja immer, ne? Wenn es dann 2 werden, wird es kritisch. Also die Ausdauer reicht so, dass der Wolf mich überhaupt nicht angreifen kann. Guckt mal, ich hack hier die ganze Zeit rein. Der hat keine Chance. Oder es ist halt irgendwie verbuggt. Ja, stopp, stopp, stopp. Ich leg mich erstmal hin. Und roll hier gemütlich den Felsen runter. Boah, sieht das geil aus, Leute. Das gucken wir uns mal an. Also hier wäre ja der optimale Platz zum Bauen. Ich schau ganz kurz, was das hier für ein Ort ist. Okay, das ist schon mal kein Boss. Daneben gebissen. Ja, hier komme ich mit dem Schwert gut zurecht gegen die Wölfe. Das fetzt, ne? Und wir haben bestimmt gleich wieder ein Level up. Ja, der kommt nicht zum Beißen, ne? Das ist geil.
Zack, ja, eine Stufe aufgestiegen. Geil. Wir gehen auf Gewicht. Halt. Sind fast, sieht gut aus. Zuflucht der Teufel. Oh, das klingt super. Boah, auch mit diesen, das, ey, guckt euch das mal an, Leute. Das ist richtig geiles Samt, ne? Ja, 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 das ist übel. Geiler Scheiß. So, reicht. Zuflucht der Teufel. Haben wir entdeckt? Zeig mal, ja, wo ist denn das? Ey, wir sind ja sonst wohin gelatscht. Ne, doch, wir sind ja richtig hier irgendwo, sollten wir hin, ne? Was hat er geschrieben? Ich hab's mir aufgeschrieben. HI11. HI11 war das eine und das andere ist J19. J ist hier. 19. Ja, hier so in der Drehe muss das sein. Also irgendwie durch den Wüstenstreifen durch. Kommen wir hier. Das wird haarig, Leute. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Einen sicheren? Ich habe Angst, dass wir jetzt hier fehlen. Was ist denn das hier für eine Blume? Kaminlotus. Okay, nehmen wir mit. Was machen wir? Hammer. Mal kommen wir hier vielleicht runter. Ja, guck mal, hier sieht's gut aus. Ja, obwohl. Boah, mach keinen Quatsch. Oh, jetzt dachte ich echt, ich stürze ab, Leute. Ja, sieht gut aus. Die Frage ist, wie kommen wir dann wieder zurück? Boah, ey. Boah, und was ist denn das dort? Ist das so ein Boss-Skorpion? Das sind Dreier. Shit, shit, shit. Weg, 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 Leute. Er bleibt zum Glück da stehen. Ja, guckt mal, hier ist... was ist denn das hier? Leute, das gucken wir uns an. Darf mich bloß nicht zu sehr ablenken lassen. Aber auf der Suche nach einem neuen Bauplatz. Was ist das? Was bist du? Ach, eine Schlange. Wartet mal, die haben doch auch irgendwas Wichtiges, ne? Reptilienhaut, okay. Das war nicht so wichtig. Alter, was ist das hier? Wahnsinn. Machen wir natürlich auch noch einen Samt, ne? Ja, cool. Oh, da vorne sind Skelettkrieger. Ich glaube, die sind noch zu stark, ne? Vor allen Dingen sind es zwei. Aua. Ach ja, und die können ja nicht mal bluten, ne? Natürlich unfair, weil sein Kumpel dort wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem... Oh. Okay, da müssen wir uns merken, der hat ein komisches Angriffsmuster. Ich wollte eigentlich nur dicke Haut, aber guck mal, die sind auch machbar, ne? Weg, weg, weg! Schlägt er jetzt auf den Hirsch ein? Ne. Ja, guck mal, ist auch machbar. Die haben keinen Loot. Hier ist ja alles voll mit Skeletten. Na, komm mal her, du Gräbel. Ja, die haben halt keinen... Oh, Stacheln. Die haben halt keinen Bluteneffekt. Das ist ein bisschen doof. Und ich habe gerade keine Ausdauer. Das ist auch ein bisschen doof. Hat er mich noch getroffen? Ja, komm schon. Voll daneben. Ich mach mal Q. Dass wir schön den Fokus behalten. Der haut die ganze Zeit ab, der Misthupper. Boah, die bringen aber auch viel XP, Leute. Los, wir essen kurz was. Und dann gucken wir uns das hier mal an. Dann holen wir halt erst in der übernächsten Folge Tierhaut. Oh, hier sind viele. Hier sind viele. Ja, komm mal her hier. Komm mal raus. Erstmal einer nach dem anderen, bitte. Der hat ein Schwert hier.
Ja, will es wissen. Wird ein schon Schwertkampf. Weg. Oh, der weicht einfach nicht aus. Da haben wir uns gegenseitig geschlachtet. Aber guck mal, das ist. Wir werden immer besser. Stellt euch mal vor, wir haben irgendwann. Was hat denn der gehabt? Kristalle. Wir haben irgendwann eine mittlere Rüstung oder so. Dann geht's hier eine schwere Rüstung. Dann geht es natürlich richtig ab. So, da ist noch einer, den pull ich mal. Komm mal her hier. Ja, oder. Ja, ja, komm her. Komm her. Der haut ab. Schisser. Ordentlich was los, Leute. Die ganzen Kisten hier, die kann man nicht looten, ne? Ich hau mir mal einen Gesundheitstrank rein. Was sind sie denn nur? Börse. Ah, dort. Bist du allein hier? Bist du ganz allein? Hafen der Verfluchten! Oh, jetzt kommen wir, glaube ich, mehrere. Lass mal kurz versuchen, den rauszupullen. Ja, ne, der haut wieder ab. Okay. Irgendwas schießt noch auf mich. Komm, mache fertig. Krass, ey. Oh, oh. Das könnte jetzt bitter werden. Ich bleib noch dran, ich achte auf meine Oh, der hat mir zweimal Bluten verursacht. Uiuiuiui, harter Brocken. So, komm mal her. Einer reicht mir. Wieder bluten. Eieiei. Ach, das ist, weil der hier so ein. Diese Messer hat, ne? Oh shit, wir müssen weg, wir müssen weg. Wir haben viermal bluten. Komm, mach fertig. Und jetzt schnell Heilung. Heilung. Er nimmt keine Heilung. Der mit dem Messer ist fies hier. Kommt gleich nochmal Heilung. Und wieder bluten. Okay, komm her. Alter Schwede. Boah, Leute. Knappe Nummer, wir waren kurz vorm Tod. Aber wir haben es alle geschafft. Und guckt mal, wie wir aufsteigen. Wir haben ja schon wieder ein Level up. So, okay. Wir machen den noch auf Belastung. Haben wir voll. Wollen wir weiter aufsteigen? Wir machen mal hier noch ein bisschen auf Beweglichkeit. Dass wir besser ausweichen können. Ich weiß, das ist wahrscheinlich alles blöd geskillt, wie ich es gerade momentan mache. Aber wir können das ja später mit dem Gelblut das Ding immer noch ändern. Oh, da sind zwei wieder. Mist, ey. Jetzt sollten wir aber bald mal Eisen finden, dass wir unser Schwert reparieren können. Der eine trifft mich immer noch. Boah, ey. Bei denen kann man halt auch so blöd ausweichen, bei den Bogenschützen, ne? Okay, den haben wir. Was hat denn der einstecken gehabt? Was ist das? Nimm das mal mit.
So, komm mal her hier, du Gräbel. Ah, ja, die gehen ja noch, ne? Der mit den zwei Deutschen, der war echt fies. Ja, komm. Muss Ausdauer aufladen. Ist nicht getroffen. So, komm her, ja. Uiuiuiui. Und ich wollte nur dicke Tierhaut, aber so lässt man sich ablenken, ne? Und wieder eine Stufe aufgestiegen. Leute, das geht hier ratzfatz mit diesen Typen. So, lasst mal gucken. Genau. Das machen wir noch voll. Und dann geht's weiter auf Stärke, würde ich sagen. Dann kriegen wir die Jungs nämlich noch schneller platt. Wir müssen halt bloß dann schauen, ne? Wir haben noch 15 Heiltränke. Wassergetränkte Truhe. Noch ein Fall, das brauchen wir alles nicht. Ist das hier irgendwie interessant? Oh ne, da ist ein Skorpion. Den lassen wir mal, wo er ist. Obwohl, wir bräuchten ja auch irgendwann mal Chitin und sowas. Okay, hier ist noch einer. Scheint aber festgebackt zu sein. Treffen nicht. Ist egal, kannst doch dort stehen bleiben, nicht abschießen lassen. Mir ist das völlig rechtens. Das Ausdauer. Ja gut, der ist voll buggy. So, reicht die Ausdauer noch? Könnte knapp werden. Nee, schaffen wir. Ja! Geilo. So, nur nicht zu nah an den Skorpion. Auf den habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ah, nimm das mit. Ja, läuft doch, Leute. Cool. Und da ist wieder so ein Typ. Wo ist denn der jetzt? Harzwein, Honigwein, Dschungelgrog. Was könnten die? Ein starkes alkoholisches Getränk. Ein dunkler Wein. Okay, wir nehmen dann natürlich alles. Da habe ich gerade direkt mal Bock drauf. Wir müssen was trinken. So. Boah, ey, ist das krass. Da drüben sitzt noch einer. Den können wir ja mal pullen. So wird es nicht, du Blödmann. Wie er mich getroffen hat. Ja, viel Schaden machen die ja zum Glück nicht mit ihren Pfeilen. Oh ey. Kannst du bitte mal... Die ist rückwärts gelaufen von dir. Das geht mir richtig auf die Eier. Aber hier hinten kannst du nicht mehr rückwärts. Da kriegst du richtig auf den Sack, du Blödmann. So. Haben wir auch erledigt. Ah, Heilung geht, ne? Wir kommen hier gut durch, Leute. Ich mag das. Ich dachte erst hier Skelettkrieger und so, da haben wir kaum eine Chance. Da hatten wir ja vor ein paar Folgen und haben gemerkt, okay, das ist nicht für uns. Aber mittlerweile kommen wir gut klar. Und mit denen kann man ja unheimlich schnell leveln. Oh. Hat mich verkrüppelt, der Blödmann. So, da vorne ist noch einer. Kann man hier noch irgendwas plündern? Ah, hier, guckt mal. Das nehmen wir mit. Der Rest ist Schrott. Haben wir hier noch so?
Ja, läuft gut, Leute. Ey, ich bin begeistert. Ich dachte, wir kommen hier gar keinen Meter vorwärts, aber wir können hier in aller Ruhe alles erkunden und die ganze XP mitnehmen, indem wir die ganzen... Oh, der ist speziell. Oder? Ja, das ist ein Boss. Mist, jetzt habe ich auch noch andere gepult. Aber guck mal, der ist auch schon durch die Pfeile, ist er schon auf einen Drittel down. Ja, guck mal, was ist denn das für ein lächerlicher Boss? Ja, nicht runter. Ich brauche deinen Loot. Ey, guck mal, der hat ja gar keine Chance. Eine Stufe aufgestiegen. Der hat gar keinen Loot oder was? Ja, geil. Der war ja easy. Der war ja fast einfacher als die anderen. Oder? War voll easy. Gold und Silber nehmen wir mit. So, wir schauen uns natürlich hier noch alles in aller Ruhe an. Was es hier noch so gibt. Hau dir mal einen Heiltrank rein, hast es dir verdient. So, bei wie viel sind wir? Ja, Folge ist auch bald vorbei. Hier war doch noch einer. Oh, ey. Ach stimmt, wir haben gerade ja wieder ein Level abgemacht. Oh, da kommt ein zweiter. Jetzt habe ich gleich ein Ausdauerproblem. Oh, drei? Vier? Ne, das ist mir zu viel, Leute. Ich gehe mal kurz weg. Vier sind doch ein bisschen viel, Leute. Das ist unfair. Kommen immer mehr. Okay, wir müssen, oh, und auch noch ein Skorpion. Was ist hier los, Leute? Mal ganz kurz weg hier. Hier ist noch eine Kiste. Ah! Oh. Ja, doch, das sind ein bisschen viele. Jetzt. Aber ich will noch dieses Ding hier haben. Und das. Wow! Wir haben eine, wie heißt die? Eine eiserne Pike. Wir laufen hier noch kurz rum. Gibt es noch was zu looten? Schauen uns hier noch alles an. Die Skelette lassen wir mal jetzt. Oh, geil. Sieht nicht so aus, ne? Ist hier vorne vielleicht noch eine Kiste? Latschen hier einmal durch. Au, au, au. Au. Die Skorpione sind auch bitter. Guckt mal, wie viele da kommen. Guckt euch das mal an. Hier kommt noch eine Schlange. Ah, hier sind wir quasi wieder am Wasser. Aber hier sind natürlich überall böse Viecher. Okay, Leute, lasst mal noch zusammen in den anderen Abschnitt gucken. Pack mal das Schwert weg, das macht mich nervös. Isst mal was, trinkt mal was. Na, der dort oben hat mit Hyänen zu tun. Also der Boss jetzt hier, der war ja echt lächerlich, ne? Ah, guck mal, da ist noch eine Kiste. Komm ich hier so hoch? Ja, geil. Habt ihr das gesehen? Hier, Goldstein nehmen wir mit. Genau, wie heißt die? Spitzhacke. Damit kann man nämlich Holz und Stein hacken. Das ist richtig geil. Okay. Ist nicht wie weg hier. Hoch. Oh, hier oben. Ah, hier sind natürlich auch gleich wieder NPCs. Das sieht übel aus. Sieht übel aus. Au. Hast du aber schönes Fell. Da bist du schon tot. Hau hier ab. Das wird mir jetzt zu blöd.
Krass, Leute. Guckt mal hier. Ich weiß halt allerdings nicht, ob man dann später hier bauen kann. Das ist halt die Frage. Sieht so übel aus. Was ist das dort? Ey Leute, ich will mich jetzt gar nicht... Ey, aber doch, guckt mal hier. Hier ist schön flach überall. Ich glaube... Hier wird unser neues Zuhause. Mir macht das zwar ein bisschen Sorgen, dass wir dann in der Nähe von dem Sturm sind. Aber warum kommt denn da nicht raus? Warum ist denn das da so? Guck mal, da vorne ist auch noch irgendwas. Das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Da holen wir uns die dicke Haut. Und dort oben, oh, das sieht auch geil aus. Ich schau mal ganz kurz, ob wir denn hier... Was greift mich denn jetzt schon wieder an? Sind kleine Skorpione, ne? Au, hat er mich erwischt. Aber ich bin zum Glück nicht vergiftet. Das ist ein großer Skorpion. Ha! Hast du dir so gedacht, ne? Oh, da kommt noch eine Schlange. Also es ist eine sehr, sehr schwere, unfaire Gegend hier. Oh, die Schlange hat mich natürlich vergiftet, das alte Mistvieh. Oh, da geht aber die Gesundheit runter, Leute. Da müssen wir mal kurz reinhauen. Doch hier könnte ich mir das echt gut vorstellen. Dort, wo man baut, sind ja dann im Prinzip keine komischen Viecher mehr, ne? War doch so. Wenn man hier so eine riesen Burg in dieser Schlucht... Ey, doch, das sieht geil aus. Leute, ich glaube, wir ziehen dann hierher. Hier gefällt mir das richtig gut. Hier ist absolut flach. Hier können wir schön uns austoben. Hier können wir eine riesen Burg bauen. Mit diesen geilen Rippen dann noch. Und dann diesen wahnsinnigen schwarzen Loch da oben. Herrlich. Da hinten, das wird eine schöne Kulisse. Gut, Leute, wir gucken uns in der nächsten Folge an, was da hinten noch ist. Dort, genau. Und das schauen wir uns vielleicht auch noch an. Dann holen wir uns dicke Haut. Oder ich fange schon an, hier Material hinzubauen und müssen wir schauen. Also hier schon mal ein paar Kisten mit Material, dass wir anfangen können mit bauen. Müssen wir mal schauen. Doch, hier gefällt es mir echt gut. Eigentlich würde ich es gern mehr so im Grün, aber nee, machen wir hier unten. Das ist wunderbar. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns dann am Montag wieder bei Conan Exiles, The Isle of Scipta. Bis dahin, ciao.